Hey Leute, in diesem Video werde ich euch kurz und knapp zeigen, wie ich mir versucht habe, mein Haar im Balayage-Style zu färben, welche Produkte ich hierzu verwendet habe und wie ich gegen diesen Gelbstich im Haar vorgegangen bin. Viel Spaß! Erstmal zeige ich euch natürlich die Produkte, was ich zum Blondieren bzw. Aufhellen benutzt habe. Und zwar war es einmal die Oxidcreme in 9%, die sogenannte Entwicklercreme und ein Blondierpulver. Beide Produkte sind von Hagel, wie ihr sehen könnt. Das Ganze habe ich im Verhältnis von 1 zu 2 zusammen vermischt. Wie bereits schon erwähnt, habe ich es genauso versucht aufzutragen, wie es auch beim Balayage gemacht wird. Also strähnenweise so leicht von oben nach unten versetzt, um einen möglichst schönen Übergang sozusagen zu erzeugen. Den Link zum Video werde ich euch unten in die Videobeschreibung reinsetzen, wo ich mir das Ganze versucht habe abzuschauen, wie man den Balayage richtig auf sein Haar sozusagen anwendet und es auch vernünftig aufträgt, damit das Ganze auch am Ende gut ausschaut. Am Ende, wo ich dann gemerkt habe, dass meine Strähnen etwas zu weit unten sind, die ich sozusagen mit der Farbe beschmiert habe, bin ich mit der Farbe noch ein wenig leicht nach oben gegangen. Das sieht man in diesem Video nicht, aber ich habe die Farbe halt ein wenig nach oben versetzt, damit das Ganze auch im oberen Bereich etwas aufgehellt wird. Das Ganze habe ich dann ungefähr 30 Minuten im Haar einwirken lassen und habe es dann ausgewaschen. Und so sahen meine Haare dann am Ende aus. Wie man sieht, ist der Übergang jetzt nicht allzu schlecht, aber auch nicht der beste. Auch die Farbe ist nicht die beste geworden, die ist sehr, sehr gelbstichig. Und aus dem Grund habe ich mich durch ganz YouTube durchgeschaut. Ich kenne wirklich jedes einzelne Video von den ganzen Mädels und Jungs, die sich die Haare vor der Kamera sozusagen hell gefärbt haben. Aber eine gescheite Lösung für das Neutralisieren des Gelbstichs oder Orangestichs im Haar habe ich bisher nicht gefunden. Und da ich so verzweifelt war mit meinen Haaren und nicht mehr weiter wusste, was ich damit machen soll, habe ich dann halt die Frage auf Instagram gestellt, was man denn alles gegen Orange- oder Gelbstich im Haar tun kann, ohne eine Silberspülung oder ein Shampoo zu verwenden. Klar wurde in jedem Video dazu geraten, sich eine Silberspülung oder ein Silbershampoo anzulegen, um gegen den Gelbstich im Haar vorzugehen. Das Ganze funktioniert natürlich auch super gut, aber auch nur bei purem blonden Haaren, wie zum Beispiel Platinblond. Aber auf keinen Fall bei so einer Farbe, wie ich sie jetzt im Haar habe, wo man den Gelbstich auch wirklich sehr leicht rausbekommt. Und dann hat mich auch wirklich eine angeschrieben und mir auch eine wirklich sehr hilfreiche Antwort sozusagen zugeschickt, und zwar sollte ich mir eine Silbertönung holen, um gegen den Orangestich im Haar vorzugehen. Das Ganze habe ich dann auch getan. Hierzu habe ich dann eine von Knight & Wilson geholt, in Silberblond, für ungefähr 7,99 €, glaube ich. Und was ist alles in der Verpackung drin? Einmal die Tönung, die Bedienungsanleitung und natürlich einmal die Handschuhe. Die Anwendung ist hier wirklich super einfach. Man muss sich das Ganze einfach nur super leicht ins Haar reinmassieren, wie auch eine Spülung oder auch eine Haarkur. Das Einzige, was ich hierbei missachtet habe, ist, dass man das Ganze auf feuchtem Haar, also frisch gewaschenem feuchten Haar, auftragen sollte. Und ich habe das auf trockenem Haar aufgetragen. Aber das Ganze war jetzt nicht allzu tragisch. Ich habe hierbei meine Haare ganz einfach abgetrennt und das Ganze dann halt sorgfältig auf mein Haar aufgetragen. Hierzu habe ich nochmal zusätzlich einen Kamm benutzt, damit auch wirklich alles schön gleichmäßig auf meinem Haar verteilt wird, weil ich Videos auf YouTube gesehen habe, wo die Haare wirklich fleckig wurden und ich Angst davor hatte, dass meine Haare ebenfalls fleckig werden, habe ich das Ganze so ordentlich wie möglich versucht, auf mein Haar aufzutragen. Danach, als ich fertig wurde, habe ich das ungefähr 30 Minuten im Haar gelassen und das Ganze dann ausgewaschen. Ach so, vorher habe ich noch, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich mir vorher noch ein Silbershampoo von Fanola ins Haar reingemacht habe. Das ist ein wirklich sehr starkes Shampoo und auch wirklich sehr gut gegen den Orange- oder Gelbstich im Haar helfen soll, aber auch wirklich nur bei blondem Haar. Ich habe mir das Ganze dann aufs Haar aufgetragen. Bei diesem Shampoo muss ich noch hinzufügen, dass man auf jeden Fall Handschuhe benutzen muss, denn sonst färbt das Ganze eure Nägel und eure Hände komplett lila und das kriegt ihr dann erst nach Tagen wieder raus. Deswegen achtet drauf, dass ihr das auch wirklich dann beachtet.
Ja, ich habe das dann halt auf meine Haare ebenfalls nochmal aufgetragen und ich glaube 3 Minuten im Haar gelassen und dann habe ich das alles zusammen ausgewaschen. Und so sieht das Ganze nur nach den Tönen aus. Die Haare wurden leicht abmattiert, der Gelbstich im Haar wurde auch leicht neutralisiert, wie man im Vergleich zu vorher nachher sehr stark erkennen kann, wie ich finde. Auch der Übergang ist hierbei etwas leichter und wärmer. Man sieht den nicht mehr so abrupt von dunkel auf hell, sondern es geht viel wärmer und leichter zum Dunklen hinüber. Also wie es eigentlich auch sein soll. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen. Falls ihr eure Haare ebenfalls aufhellen oder blondieren möchtet, könnt ihr euch dieselben Produkte nachkaufen. Die sind wirklich sehr empfehlenswert. Aber wenn ihr euch ein schönes Balayage zaubern möchtet, schaut euch bitte andere Videos an, wo ihr das auch wirklich sehen könnt, wie man das Ganze auch wirklich richtig schön macht. Oder geht am besten einfach zum Friseur. Ist zwar etwas teurer, aber es lohnt sich dann natürlich auch am Ende. Denn sonst seht ihr am Ende aus wie ich. Hierzu wird es noch einen zweiten Teil geben, wie ich gegen die Farbe nun endgültig vorgegangen bin. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!